Wobei wir müssen reingehen, weil das Dach ja auch ein Dach sein soll. Das heißt, wir müssen hier eh noch ein bisschen wegklopfen gleich. Ja, dass es von außen zwar reingeht, dass es aber von innen wirklich auch komplett nutzbar ist. Wir machen es der Ordnung halber einfach mal hier so. Und hier auch so. Den Rest gucken wir dann gleich. So. Sieht doch schon mal schön scheiße aus. Total die bescheuerte Idee. Aber hey. Was soll's, ne? Was soll's? So, jetzt muss man eben kurz mal hier gucken, ob man hier schön irgendwie. Das ging so, ne? Es müsste nur wahrscheinlich nur einmal mit Holz irgendwie ausgefüllt werden. Dann machen wir nämlich hier überall schön so einen Kachelboden rein. Der Ordnung halber überall. Was soll's, wir nehmen's mal mit. So, hier Kachelboden. Ich überlege gerade, dass das mit den Slabs für das Dach ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen, weil wir das Dach jetzt nicht vernünftig nutzen können. Wir können da nichts hinstellen. Weil alles irgendwie schweben würde. Na, wir gucken mal, wie wir das lösen. Das Dach an sich ist ja ganz normal gebaut, also von daher kann man da ja dann auch normal irgendwie ja, normale Notes reinbauen, wenn es denn dann soweit ist, dass man das dann. Sieht schon merkwürdig aus mit den Holzwänden und dem Holzboden, ne? Abgesehen davon, dass hier drei fehlen. Was hätten wir denn eigentlich alles an Holzgeschichten? Guck mal, hier sowas hier, unten Teil. Hier werden die auch richtig angezeigt jetzt, ne? Merkwürdig. Könnten Esbenholz da reinlegen. Da haben wir natürlich nichts von. Jo. Ist denn der Baumbestand in der Baumfarm inzwischen gewachsen? Der Bestand von ganzen zwei Bäumen? Ja, guck mal hier. Dann machen wir den Boden jetzt erstmal so nochmal fertig. Oh, damit hat sich dann auch die Baumfarm erledigt. Das ist schon mal sehr schön. Dann kann man die nämlich auch nochmal irgendwann umbauen und genug Holz müssten wir jetzt eigentlich auch haben, um das eben noch kurz fertig zu machen unten. Und dann machen wir noch das Dach drauf und dann sind die 3 Stunden wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Na, gucken mal. Es wird ja aufgenommen. Na ja, es wird aufgenommen. Ah, so. Nee, wir machen dann irgendwann nochmal anderes Holz rein. So, aber erstmal machen wir Fackeln rein. Und zwar hier und hier. Und hier und hier. Passt, glaube ich. Und, na komm. Hier und hier und da.
Und ich habe schon wieder keine Kohle. Was ist denn hier? Ah, aber hier ist Kohle. So. Da hätten wir dann wieder welche. Ja, hier ist, na, geht halt nicht. Aber wenn wir hier noch einen Garten bauen wollen, ich glaube, ich mache das sogar. dann ist hier eh alles aufgefüllt und dann haben wir dann aus dem Garten die Beleuchtung. Also von daher passt das dann schon. Ah, hier müssten übrigens die. Obwohl. Naja, passt schon. Nee, es sieht komisch aus. Das müsste ja hier tatsächlich noch eine hin, ne? Ach ja. Wir können ja das Ganze so ein bisschen irgendwie deutlicher darstellen, indem wir hier die Dinger noch gegen Säulen austauschen. Dass man auch sieht, dass es tatsächlich ein Gebäude ist, was dann eben so ist, wie es ist. So, das haben wir. Das heißt, hier könnte man tatsächlich dann auch wieder zubauen. Dann hat man hier so kleine Abschnitte, die man irgendwie für irgendwas nutzen kann. Und wir machen jetzt eben nochmal kurz das Dach fertig. Mal raus hier. Und zwar 34, ja, das wird nicht reichen. So. Jetzt kommt man hier nicht hoch, oder was? Ach, Menno. Puh. Vier Leitern, wenn das mal reicht. Weil wir ja auch auf das Dach rauf wollen. Natürlich nicht. Placer, der ist noch konfiguriert. Das heißt, wir können hier wieder zumachen. Und dann machen wir mal hier auf. Oder hier. Wir machen hier auf. Werden wir nachher eh nicht nutzen können, weil dann ja hier das Dach davor ist. Also von daher müssen wir eh dann da mal gucken, wie wir das machen. Aber wir können auf jeden Fall schon mal Schraubendreher. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich den Schraubendreher hasse. So. Was für ein Unsinn. Was für ein Unsinn. Was für ein Unsinn. Also, wir sind da so. Das heißt, wir können hier drüber genauso. Das bedeutet, wir müssten hier auch noch einen nach außen. Hier so einen Überhang haben. Dann müssen wir hier von unten gegen. Dann müssen wir da von unten gegen, was natürlich wieder nicht funktioniert, weil der Schraubendreher ganz super ist. So. Und das heißt, wir müssen von hier dagegen. Shift-Rechtsklick. Wir machen es ordentlich. Wir müssen hier überall. Das ist dumm. Da noch dran. Rechtsklick, so. Das ist das, was ich meinte, ne? Das Dach, das ist dann halt so drin.
trotzdem kommt man dann von innen noch überall bis auch an die Ecken hin. So. Schraubendreher wieder her. Ich hasse den Schraubendreher. Ich hasse ihn. Es sieht bei Cobblestone zum Glück nicht so ganz scheiße aus, wenn die verdreht sind. Weil ja das mit den ausgerichteten Texturen nicht funktioniert, wenn es sich nicht um eine Notebox handelt. Ja. Da ist gerade irgendwas gestorben. Von innen, wir lassen es erstmal offen, aber wir können ja von innen dann auch noch mal ein bisschen kreativ werden. Das ist das, was ich meinte. Also wir sind hier einfach ein irgendwie zu tief. Shift, Rechtsklick und Rechtsklick. Und damit wären wir dann halt eben hier. Die Leiter wäre dann damit hinfällig. Der Kram hier ist auch irgendwie falsch, ne? Hier müssen noch die Ecken rein. Das heißt hier. Und hier drauf. Und Shift, Rechtsklick. Hier kommt eine Ecke rein, das ist okay. Und von der anderen Seite, da machen wir das Ganze auch. Ja. Ja, man würde es sehen. So. Und einmal von unten auffüllen. Zumindest klappt das von unten platzieren. Das ist schon mal was. So. Weiter im Text. Wir kriegen es noch hin. Aber so langsam lässt meine Konzentration echt nach. Es ist nämlich echt warm. Erstmal müssen wir hier gucken. Shift-Rechtsklick und Linksklick. Dann ist es nämlich wieder zu. So. Die jetzt eigentlich zurückbekommen, ja. Es müsste dann ja sowieso auch so sein. Gut, womit das dann hier auch wieder hinfällig wäre. Also zumindest hier vorne. Dann machen wir Cobblestone rein. Wollen wir hier nämlich schön davor machen. So. Und dann haben wir nämlich hier, kann man dann eine Leiter ranbauen. Das müsste auch weiterhin funktionieren, ja. Schon wieder Inventar voll. Meine Güte. Wieso ist es? Andererseits kann man hier natürlich auch kreativ werden und sagen, gut, okay, wir machen das hier hinten dann ein bisschen anders. Weil wir ja hier keinen. Oh, ha! Jetzt habe ich die komplett aufgebraucht, ne? Idiot. Weil wir ja hier kein Dach brauchen tatsächlich, sondern wir brauchen das ja hier nur außen für die Optik. Das heißt, wir können hier innen natürlich dann auch irgendwie. Dann lassen wir die Treppe irgendwo innen, die Leiter irgendwo innen hochgehen.
Oder tatsächlich eine Treppe, ne? Kann man dann ja auch machen. Wir müssen auf jeden Fall hier so und so und so und so und so und so und Shift Rechtsklick und Rechtsklick. Bam, 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 bam. Gucken wir mal, wie hoch wir dann da tatsächlich gehen. Und hier auch nochmal. Und dann hat sich das dann nämlich auch schon erledigt, weil wir keine mehr haben. Na komm. Dann holen wir uns nochmal welche. Ach komm, ey. So. Wie viel brauchen wir denn davon? Zwei. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da dann irgendwie einen Stein oder so vorsetzen. Oder wir ziehen es einmal bis hier hinten dann zur Kante durch jeweils. Bis hier. Dann machen wir hier zu und dann hat sich das dann erledigt. Wenn wir da jetzt noch jeweils einen hochgehen, dann haben wir ein ziemlich spitzes Dach. Was ich nicht so geil finde. Das bedeutet, wir nehmen uns mal die flachen und machen das Dach dann damit zu. Dass wir jetzt hier irgendwie aufs Dach noch kommen könnten, aber hey. Kommen wir hier aufs Dach? Hier kommen wir aufs Dach, ne? Ne, hier kommen wir auch nicht mehr aufs Dach. Da hinten kommen wir aufs Dach. Ja, guck, hier kommen wir. Hier kommen wir aufs Dach. Das ist dann. Wir müssen es dann zumachen. Dann kommen wir nicht mehr aufs Dach. Ah, so kommen wir aufs Dach. So. Zack. 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 Da würde das Dach dann ja in der Höhle verschwinden. Und. Zack. 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 Ja, ich glaube, das geht so tatsächlich. Da müssen wir gleich mal gucken, was wir da machen. So. Zack. Da, 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 da. Und. Zack. 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 Somit wäre das Dach dann zumindest oben zu. Da müssen wir gleich mal gucken, was wir machen. Können wir hier eigentlich gleich mal ausprobieren. Und zwar mit diesen hier probieren wir das aus. Ja, schon, oder? Ja. Ach, es sieht halt hier so ein bisschen komisch aus. Vielleicht bauen wir das auch einfach ganz zu. Das passt dann schon. Das machen wir jetzt drüben auch nochmal.
Immer, jedes Mal, weißt du mal was, jetzt ganz ehrlich. So. die Kohle kann man da wieder reintun, ne? Kann man nämlich das hier erstmal wieder in Ordnung bringen. So, dann kann man nämlich das hier von außen genauso zumachen wie an der anderen Seite. Hallo, Mesemonster. Schwebst du hier so von meiner Tür? Guck, da sind die Buchstaben. Da sind die Buchstaben. Da sind die Buchstaben. Da sind die Buchstaben. So. Einmal von der Seite. Einmal von der Seite. Und jetzt brauchen wir noch einmal normale. Oder normale, also die halben Schrägen. Jene hier. Einmal dahin, einmal dahin. Ja. Und dann ist das gut. Du stehst mir schon wieder auf dem Kopf, oder was? Joa, kann man. Ja, und da ist es halt drin und dann mal einmal ganz kurz noch. Wir brauchen die nach außen zweimal so. Gucken, ob wir da noch wieder drauf kommen jetzt. Und diese ganz, ganz am Rand. Ja. So, einmal hier. Ach, hätten wir drei von gebraucht, ne? Einmal hier und einmal da oben dann die dritte. Dann gehen wir nochmal rein. Dann machen wir nochmal neu. Dann machen wir hier. Dann machen wir hier nochmal nur eine von. Da ist ein Hin- und Hergerenne hier, ne? Meine Güte. Wahrscheinlich. So. Und der Rest ist halt, nur das Haus ist halt ein bisschen in der Höhle drin. Zwar nicht so super viel, aber so ein bisschen. Und wenn man schon weiter weg guckt. Sehr merkwürdig. Das Haus in der Höhle. Man könnte es natürlich auch übertreiben und ein komplettes Höhlendorf irgendwie bauen. Das würde ich dann aber tatsächlich in einer beleuchteten Höhle machen. Also von wo es noch tiefer runter geht. Kurz gucken. Ja, also man kommt hier noch hoch, man kann das hier auch so lassen, das ist schon, glaube ich, okay. Ja, es ist. Also wirklich nutzen kann man das hier oben nicht. Ich würde es aber tatsächlich auch eher auflassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Man kann ja runtergucken in die Höhle, das ist ja okay. Nur nach oben ist eh keine Aussicht, also von daher so. Und jetzt müssen wir hier mal eben schauen, dass wir hier so ein bisschen. Da ist Stein, Stein. So. Dann machen wir doch wieder Stein, Stein hin. Ja.
Keine Ahnung. Wir machen hier erstmal Licht. Dahin und dahin. Dahin und dahin. Naja. Das sieht immer komisch aus. So, wir lassen das hier erstmal so, wie es ist. Hier unten muss noch ein anderer Boden rein. Aber ganz ehrlich, ich finde das irgendwie ganz cool. Das Cobblestone-Dach, naja gut, das klappt auch. Es ist kein Spitzdach, das ist auch ganz in Ordnung. Wir lassen mal ein bisschen Zeug hier. Ja, einfach so, weil wir es können. Das Ding können wir auch hier lassen, das können wir auch hier lassen. Ich tue das mal so ein bisschen halbwegs random irgendwie rein. Das nehmen wir mit, aber... Ja. Ja, so, so. So. Ja. Bei der Gelegenheit, wo ich es gerade, da, wo ich es gerade sehe, machen wir hier gleich mal wieder eine ganze draus. Das verwursten wir auch. So, Schwert, Schaufel, Schaufel, Hacke. Das lassen wir auch mal hier. Den Replacer, den nehmen wir wieder mit, den brauchen wir ja eh immer mal. Weißt du was, die Schaufel, die lassen wir auch hier, oder? Die Äpfel lassen wir hier. Einen wirklichen Sinn, naja, man kann so ganz, ganz grob kann man es irgendwie schon irgendwie sortieren. Die lassen wir auch hier, warum auch immer. Ja. Das war das. Nächstes Mal können wir dann ja hier einen schönen Garten bauen, der wirklich dann einmal hier anfängt, hier dann so einen kleinen Platz hat und dann vorne irgendwie zu Ende ist. Und der hört dann hier irgendwo auf und hat dann hier einmal wirklich quadratisch einmal rum. Mit eben den Dingern dann hier unten, dass das alles eine Ebene ist. Wie das dann aussieht, naja, schauen wir mal, wie weit wir dann hier irgendwie tatsächlich bis an den Rand kommen. Vielleicht bauen wir dann da auch einen Baum hin, weil wachsen wird der hier natürlich nicht, dazu ist es dunkel. Ein bisschen Fake-Gras dazu, dass man auch ein bisschen grün hat. Und dann haben wir echt ein übertriebenes Zwischenlager. Ich glaube Zwischenlager hatte ich gesagt, ne? Ja, ich würde sagen, kurz mal aufessen. Dann gehen wir mal zu unserem Stammplatz. Hobbeljob. Da kann man eigentlich auch nochmal irgendwas hinbauen irgendwann, ne? Und dann würde ich sagen, das war's für diese Aufnahmesession. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Haut da rein. Tschö.